Freunde Spartas, willkommen zurück bei Rome 2 Total War. Ja, der totale Krieg erwartet uns, denn wir haben eine kleine Streitmacht. Aber sie ist eigentlich eine sehr erfahrene, eine sehr, sehr teure, eine überaus glorreiche Streitmacht. Hier nämlich auf der linken Seite seht ihr es, die Hammer des Hephaistos. Problem ist jedoch, dass ich jetzt ein bisschen voreilig gehandelt habe, ein bisschen zu schnell gen Norden gegangen bin, um die Provinz einzunehmen. Und ja, die Streitmacht, die auf uns wartet, umfasst, wenn man die Verstärkungen sich anschaut, Verstärkung 3000 Mann, aufgestellt 2100. Joa, das fast das Dreifache. Verhältnis ist circa 2 zu 5. Und das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich hoffe, ich verheiz jetzt unsere glorreiche Armee, nicht? Oh yes, yes. Bin ein bisschen enttäuscht von mir. Da bin ich so viel Folgen so langsam vorangegangen. Und jetzt sowas. In Ordnung, wir gehen rein. Schauen wir doch mal, was passiert. Da die Speermänner kommen noch dazu und dann die Garnisonsarmee. Vor der Garnisonsarmee habe ich keine Panik. Es sind noch Söldner dabei, sehe ich hier zwischendrin. Die haben wir jetzt leider gar nicht. Dafür sind wir Erfahrene, das sehen wir jetzt schon, klar. Aber trotzdem hilft es ja nichts, wenn wir trotzdem zahlenmäßig gänzlich unterlegen sind. Die werden sich wahrscheinlich jetzt erst sammeln. Wir haben keine Pferde, um diese, ja, das Sammeln zu unterbinden oder da Unruhe zu stiften. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach die Masse an Männern, die wir haben, so eng wie möglich aufstellen. Problem ist bloß, unsere Flanken sind dann ungeschützt, weil wir hier wieder einen Kampf auf freiem Feld haben. Hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass das passiert. In Ordnung, wir werden den Weg, den sie zu uns gehen müssen, ein bisschen breiter machen. In Ordnung, wir machen das so. Das sind unsere Ballisten. Die sind ganz, ganz wichtig. Die müssen so viel Männer wie möglich am Anfang schon dezimieren. Wir können die auch hier aufstellen. Wir stellen sie mal wirklich zentral auf. So. Wichtig ist jetzt, dass wir unsere Armee grundsätzlich breit aufstellen. Ich nehme mal 3 Einheiten. Direkt neben unsere Balliste. Wir haben zu wenig, denn auch zu wenig Fernkampfeinheiten, um die Masse an Bogenschützen etc. Zu unterbinden. So, die Phalanx steht hier. Das ist ja gut. 1, 2, 3. Das sind alles so teure Einheiten. Jetzt haben wir hier ein bisschen dünner aufgestellt. Ne? Das müssen wir noch ein bisschen breiter machen. Und nochmal auflösen. Mal schauen, wie habe ich es denn hier gemacht. Dass es auf jeden Fall gleich ist. Mehr oder weniger. Ja. So passt das. Dann auf jeden Fall 2 Steinschleudereinheiten im Rückraum. Wir erwarten eure Befehle. Das gleiche gilt für hier. Und dann zur Nachhut können wir dann noch welche, die dann mithelfen. Befehle? Die nicht. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Diese. Piken bereit. Das sind Pikeniere, sehr schön. Das ist für die Flanke. Also wenn Pferde kommen sollten, hoffe ich, dass es klappt. Ich hoffe. Ich träume jetzt auch ein bisschen, ist klar. Da wird eine Masse auf uns zukommen jetzt, die wir noch nicht so erlebt haben. Okay, dann die Quadratform, das passt ganz gut. Und jetzt heißt es hoffen, dass wir das überleben. Ich hoffe, unsere beiden Ballisten, die sind ja schon recht erfahren, dass die gut was weg... Fegen. Gallier sind entweder feige oder auf törichte Weise mutig. Wenden sich die Ersten. Okay, dass ich die Ersten kommen. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wie weit können denn unsere... Ich muss mal gucken. Ich sehe die rote Linie nicht. Ja. So, da ist sie da. Geht sie lang? Okay, geht schon los. Okay, los. Komm schon. Schießt. Ihr schießt hier. Und ihr schießt hier, genau in die Mitte. Da kommen sie von links. Oh, das ist natürlich super. Aber von rechts. Ach, scheiße. Komm schon. Wir müssen mal mit den Ballisten ordentlich dezimieren. Jawohl. Gleich drauf. Sehr schön. Das kommt ganz gut. Das sind alles Nahkampfeinheiten, ne? Nee, da kommen Fernkampfeinheiten. An den Flügeln sind Fernkampf. In Ordnung. Können wir schon. Okay.
Ihr schießt hier. Und ihr hier. Jawohl, sehr gut. Schön zentral, damit sie da aufgesplittet werden. Das sieht gut aus. Ja, 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 genau. So muss das laufen. Sehr schön. Genau da rein. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen. So. Die haben wir doch gleich, oder? Die haben wir doch gleich erledigt. Jawohl. Genau, die rennen uns genau hier rein. Sehr schön in unsere Quadratformation. Da haben sie keine Chance. Da gehen sie drauf. Bin vorbeigelaufen. Nee. Okay. Feuert auf den Feind. Bereit zum Einsatz. Komm schon, schießt. Kommen noch mehr Pferde? Ja. Oh Gott, wenn mir das aufgeht, dann Prostmahlzeit. Okay, wir müssen hier helfen. Jetzt sind die relativ... So. Die gehen jetzt von hinten da drauf. Haben wir die Pferde schon vernichtet? Okay, die sind schon weg. Dann können wir hier die Quadratformation auflösen. So, die schiebe ich jetzt da rein. Die Männer wanken. Nein. Ah, die Balliste, okay. Ja, die kann ja wanken. Zu Befehl. Rück vor. Wie ihr Befehl. Komm schon, wir müssen jetzt irgendwie was tun. Wir müssen was tun. Blöder Plänkelmodus aus. Da habe ich jetzt Angst vor denen. Sollen wir das ausharren und warten dann? Können wir dann besser darauf reagieren? Ja, okay, kommt schon, hier. So, jetzt da hinten ran, genau. Der blöde Plänkelmodus, der zerrobt uns immer alles. So, die kommt schon, die. Die werden hier, ja, kommt schon, dann rein, da rein. Da kommen die Pferde von hinten, Mist. Ja, jetzt haben sie es erwischt, da haben sie es aufgerieben. Scheiße. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, macht nichts. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr gut, hier haben wir Ordnung. Jetzt wird es natürlich langsam spannend. Pferde kommen keine mehr, so wie es aussieht. Die müssen weiter zurück. Der auch. Oh, guck mal, wie die alleine stehen hier. Ist ja widerlich. Da rein, von hinten rein. Los, komm schon. Scheiße, das sind viel zu viele. Da, die ganzen Pferde. Alter Falter. Pause. Wo kriege ich jetzt... Das sind alles Stammeskrieger. Okay, die kann man schon töten. Bloß ist das nicht einfach. Wir sind ja zu breit aufgestellt. Das ist unser Problem. Jetzt sind wir wirklich brutal breit aufgestellt. Und die haben zu viele... Wie soll man sagen? Die haben zu viele Fernkampfeinheiten. Das haben wir gar nicht. Die allein, die Viererreihe hier, die nimmt uns aber doch nicht unsere ganzen Hopliten raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen die auf jeden Fall... So, die... Die müssen eigentlich hier diese Armee fertig machen. Das machen die alleine. Und dann nehmen wir die und die. Und schicken die jetzt da rein im Nahkampf. So. Oh, Gottes Willen. Und die machen weiter hier Fernkampf. Kommt schon. Lasst euch nicht. Das sind nicht. Das, genau, jetzt hauen die ab. Sehr schön. Jawohl. So, kommt schon. Was sind das? Fernkampf oder Nahkampf? Fernkampf, sehr gut. Nahkampf meine ich natürlich. Die stehen in Phalanx. Phalanx. Okay, die gehen drauf.
Die machen das gut hier. Weiter, weiter, weiter. Guck mal, die nehmen hier alle auseinander. Die nehmen hier alle auseinander. Okay, Unsere Männer fliegen. Pause, Pause, Pause. Moment, immer mit der Ruhe. Die hauen ab. Was ist mit denen eigentlich hier? Greifen die jetzt von hinten an? Ihn vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Komm, los. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen jetzt. Zu Befehl. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das ist egal da. Die sind egal. Jetzt noch die Pferde. Los, kommen die Pferde hier hinten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, 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 schneller. Oder die Bogenschützen. Egal, irgendwen. Jawohl, komm schon. Die haben wir doch gleich. Die greifen jetzt. Das ist natürlich saubitter, dass die jetzt von hinten ankommen, ne? Das ist saubitter. Wo ist denn unser General? Kann er noch was rufen? Nee. Scheiße, komm schon. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Entspannt euch doch mal. Brennende Pfeile, los. Das sieht gut aus. Also hier kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Ordnung rein. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Macht nichts. Haben wir die jetzt mal tot hier? 62, kommt schon. Die brauche ich jetzt da drin. Aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mit denen jetzt abhau, dann kriegen die Panik. Okay, sehr gut. Der General muss rein. Kommt schon. Sehr schön. Kommt schon, drück, drück, drücken, drücken, drücken. Das sind die Nächsten. Das sind, haben die nur noch Nahkampf? Komm schon, da drauf. Haben wir es hier? Ja, hier haben wir es. Los, 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 komm schon, drücken, drücken. Oh, Alter, scheiße. Komm schon, na hier, die keltischen Blänkler, die können doch gar nichts. Die können doch überhaupt nichts. Komm schon. Alter Falter, ist diese Armee nicht einfach nur abartig genial? Jawoll. Und los, weiterziehen, weiterziehen. Lass die hier stehen, ist egal. Die, guck mal, die wackeln doch alle schon. Die wackeln alle schon. Und der General, und der General. Und los. Neuer Aufschwung. Wo haben wir denn jemanden, der schwach ist? Wie ihr Befehl. Unser General ist gefallen. Scheiße. Ich werde doch ein bisschen übertrieben jetzt wieder, ne? Da, die Fernkämpfer. Geschossinfanterie bereit. Ruf da. Wo ist der Rest? Da kommen noch mehr Leute, ne? Da kommen noch mehr. Los, los, los. Die da. Los, holt euch die da. Jawohl. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Los, da kommen noch mehr. Scheiße. Können wir die nicht hier formieren? Was für eine Schlacht. Guckt euch das mal an, wie hier Menschen liegen. Guckt euch das mal an, wie viel Blut hier vergossen worden ist auf diesem Berg. Guck mal. Hier ist ja alles blutig. Ach, Scheiße. Oh, Scheiße, da kommen noch mehr. Das war das Problem. Weil es wirklich... Ach, es sind zu viele. So, jetzt muss ich mal... Ich muss organisieren jetzt. Wer geht wo rein? Los, vorder. Los, vor. Wir müssen jetzt wirklich entgegenlaufen. Wir müssen jetzt immer entgegenlaufen und die ganzen kleinen Massen hier vertreiben. Oh, scheiße, da ist der General noch zwischendrin, ne? Der Eidgenosse hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Scheiße. Ich habe auch keine Massen mehr jetzt. Jetzt ist rum. Die Armee ist Wahnsinn, aber das ist zu viel. Das war zu viel. Das ist zu viel. Das kann man nicht. Das kann man nicht schaffen. Ihr seht das schon. Ja, Kommandant.
Hat der General noch mal irgendwas zu sagen? Nee, der ist ja tot, stimmt, der ist ja gestorben. Scheiße. Hier, wir kriegen nicht mal die tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schade. Mach die nieder noch und dann ist rum. Jawohl, die wanken auch alle hier. Sehr gut, komm schon. Die hauen noch ab, die hauen noch ab. Weiter. Komm schon. Die sind weg. Los. Scheiße. 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 Oh, drei. Ach, unglaublich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Hätten wir das. Da hinten kommt nochmal was, da hinten noch kommt. Das ist. Teurer, feindlicher Sieg. Was für eine Schlacht. Aber selber schuld, ne? Gut geschlagen. Unsere Männer haben sich gut geschlagen. Wenn ich das mir angucke hier, was für Verluste die eingesteckt haben gegen uns. Wenn ich hier die Massen sehe, die gestorben sind auf diesem Feld. Okay, Thema ist verschoben. Oh Gott, hier hinten auch überall. Guckt, das ist Wahnsinn. Wie man das sich anschaut. Schade. Schade, schade, schade. Wir haben sogar noch ein bisschen überlebt. Guck mal, wenn wir die noch wegkriegen, kriegen wir die noch weg und dass wir uns wieder aufbauen? Aber dann haben wir die ganze Erfahrung halt nicht mehr, ne? 1700 Verluste. Jo, hat er mich besiegt. Zurückfallen! Reise abgeschlossen. Oh, kommt hinterher. Macht mich fertig. Jo, jetzt brauche ich nicht mehr kämpfen. Jo. Das war's. Das war teuer. Schade. Da habe ich diese glorreiche Armee jetzt aufs Spiel gesetzt, ne, weil ich zu schnell nach vorne wollte. Hätte ich nicht gedacht, dass die... Ich habe die für unsterblich gehalten. So muss ich sagen. Ich habe die wirklich für unsterblich gehalten. Agent bei Fall der Armee getötet. Der Agent vor allem, ne? Der Held, den wir da hatten. Die Pflicht ruft. Da haben wir schon wieder ein neuer Bootstyp. Da fallen sie auch, wie die fliegen, ne? Auf dem Boot. Die Hammer des Hephaistos. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war teuer. Das war richtig teuer. Jetzt muss ich sie hier hinten wieder aufbauen. Und den Helden muss ich dann verwenden. Ah. Was haben wir denn hier? Aktueller Erlass, ja. In Ordnung, also. Eine neue Armee aufstellen. Wen nehmen wir denn hier? Andere Familien. Beide gleich, ne? So. Jetzt können wir wieder Hopliten rekrutieren. Erstmal so viel genau, das waren die Hopliten. Brauchen dann auch ein bisschen mehr... Die Söhne der Rea. Ich könnte ja eigentlich... Moment. Was habe ich denn jetzt eigentlich für Mist gemacht? Kann ich die nicht auflösen? Moment. Wie kann ich denn auflösen? Ich kann doch die wieder einsetzen, die Armee. So. Oder geht das nicht mehr? Die war doch so erfahren. Hier. Ah, da ist es. Die Hammer des Hephaistos, da ist es. In Ordnung. Jetzt, hoffentlich hat das jetzt nicht so viel Geld gekostet. Ne, habe ich ja wieder gekriegt, ne? Jetzt die Hopliten, alle die möglich sind, in Ordnung. Und dann Kavallerie, 3. Erstmal, dann noch Plänkler-Kavallerie brauche ich nicht. Was ich brauche, ist auf jeden Fall diese Peltasten. Die machen nämlich mehr Schaden als die Steinschleuderer. So wie die machen Geschossschaden 16, Geschossschaden 27 und die machen 39. Die brauche ich. 4, 19 von 20. Oh, das geht so schnell.
Ja, Nahkampfeinheiten habe ich ja. Die brauche ich ja keine anderen. Da habe ich ja die besten. Die Hopliten drin. Höchstens noch. Ich nehme mal ein Hoplit raus, dass wir noch Ballisten wieder hinzufügen, ne? Dann mit einem Peller, wenn wir sie nach oben ziehen und dann weiterentwickeln. Ärgerlich! Mann, ist das ärgerlich! Okay, wir müssen mal Technologie weiterentwickeln. Habe ich das jetzt immer zu liegen lassen? Ne, nach 2 Runden dauert es noch. Ah ja. Mann, ist das ärgerlich! Habe ich die jetzt wirklich zerrobbt, ne? Die waren so erfahren. Das war teuer. Das werdet ihr mir büßen. Okay, zumindest haben wir da mal Ruhe. Das heißt Ruhe. So viel Ruhe haben wir jetzt auch nicht. Wir müssen das ja schützen da oben. Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Ansonsten greifen sie uns jetzt an. Nehme ich mal an. Wir werden die mal hier aufstellen. Haben wir immer noch Ordnung? Ja, plus 2. Wir werden uns hier mal aufstellen und dann Hinterhalt. In der nächsten Runde. Shit. Die werden nicht gleich angreifen, oder? Die sind ja auch vollkommen dezimiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Werden wir mal sehen. Ansonsten werden wir mal hier drüben im Osten nochmal unsere andere Armee hinzufügen. Dann hoffentlich sind wir hier etwas erfolgreicher. Dann können wir angreifen. Krieg erklären. Da brauche ich keine Hilfe. So, können wir einfach einnehmen, ne? Direkt. Verbleibende Streitkräfte, jo. Nehmen wir mal 91%. Dann haben wir es gleich eingenommen. So, niederreißen, plündern, besetzen. Wie sieht's denn aus? Was ist denn das für eine Fraktion? Ich weiß es gar nicht. Hier. Ach, das müssen wir niederreißen, ja. Sehr schön. Arge Schrecken. Rang erhöht. Wo ist das nächste Dorf? Da ist das nächste Dorf. So. Jetzt haben wir das niedergerissen. Wir haben es niedergerissen. Das muss da gebaut werden. Und was ist ein Hafen? Den können wir ruhig ausbauen, ja. Eine Runde Hafen. Also Nahrung ist hier ganz wichtig. Erstmal Phasis hier als See, als oder zumindest Anschluss zum Meer. Muss auf jeden Fall eine der versorgenden Provinzen sein. In Ordnung, haben wir das eingenommen. Das sind wir ganz gut aufgestellt. Ich glaube, da kommt uns jetzt auch hier im Osten keiner in die Quere. Da können wir uns jetzt frei entlang hier im Schwarzen Meer. Das müsste hier drüben... Ach, ich sag's lieber nicht. Ich habe gedacht, eben das müsste das Kaspische Meer sein, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es jetzt echt nicht genau. Wurscht. Auf jeden Fall, das werden wir weiter ausbauen. Und die machen mir jetzt keine Sorgen. Die stehen ja recht solide da. Da brauchen wir halt noch 3 Runden. 2 Runden brauchen wir hier noch, bis die aufgebaut sind. Die können dann, die müssen dann hier auch Richtung Norden ziehen. Also die werden auf jeden Fall, werde ich die vernichten. Also niederschmettern. Köpfen werde ich sie und in meine Straßen aushängen. Ihre Haut werde ich benutzen, um meine Wände zu tapezieren. In Sparta. Das ist ärgerlich. Das ärgert mich so tierisch, weil diese Armee so schön gewachsen ist schon, ne? Die war so groß und dann auch wirklich mit so viel Erfahrung. Und dann habe ich die da zerrobbt, weil sie halt sehr, ich möchte sagen, sie ist sehr, war auch sehr einseitig aufgestellt, ne? Hätten wir da mal so 2 Kavallerieeinheiten drin gehabt, wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen, ne? So haben wir halt Pech. So, aber trotzdem haben wir den ordentlichen Schlag versetzt. Das war nicht so verkehrt. Da müssen sie auch erstmal kompensieren. In Ordnung, wir gehen mal eine Runde weiter. Oh, wir haben noch was zum Ausbilden. Gucken wir mal gleich. Aresschrecken ist die Einheit, sehr schön. Da können wir das allgemein machen, ne? Ja, so. Was nehmen wir denn hier, General? Stratege. Jo. Das war's, ne? Okay. Nächste Runde. Rom. Ich glaube, wir haben jetzt den ersten direkten Landweg. Das habe ich ganz vergessen. Ja, wir haben hier oben, müssten wir den ersten direkten Kontakt haben. Landkontakt. Sehr schön. Okay, Pontos geht auch noch hier steil. Die kommen jetzt zu uns, helfen uns, oder wie? Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen.
und mit den Geistern streiten wir nicht. Will ich das? Nehme ich die 3600 und lasse sie erstmal in Ruhe? Also Kaukasia kann ich ja eigentlich einnehmen. Nee, kann ich nicht, weil das gehört nämlich einem anderen. Die Provinz gehört einer anderen Fraktion, Kaukasien. Nehme ich das Angebot an? Wie haben sie einen Krieg? Adahan, mit unseren Verbündeten haben sie, mit unserem Klientelkönigtum Pontos haben sie Krieg. In Ordnung. Nö. Nee. Das ist jetzt sozusagen mein Kompensationsopfer, wo ich die Schmach im Norden bei Thrakien, oder bei Dacia, wo ich... Oh. Vielleicht hätte ich es annehmen sollen. Ach du Scheiße. Das ist eine reine Kavallerieeinheit. Die Windböen. Und die auch? Die auch. Wie viele Pferde haben die denn? Schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.